herzlich willkommen zu den Samstagsinfos. Ja, heute mal wieder ganz kurz. Ich weiß, ich sag das jedes Mal, glaube ich. Aber heute ist echt nur kurz. So, fürs Wochenende ist jetzt noch an euch. Liegt es jetzt noch, soll ich noch was zu den Artis machen? Also Tier 6 oder 5 noch runter vom Testival. Ich merke schon, die Nachfrage bei Tier 8 ist schon nicht mehr so groß. Oder soll ich jetzt wieder normale Videos machen? Außerdem werde ich mich wahrscheinlich morgen Mittag mal an die Montage des T57 und F155 setzen. Und die wird dann wahrscheinlich nächste Woche fertig sein. Ich wollte es jetzt nicht so auf die Schnelle machen, damit es halt auch ja, möglichst gut wird. Und ja, das ist es. Dann werde ich mir wahrscheinlich jetzt über Nacht oder morgen früh Company of Heroes 2 runterladen. Und es ist geplant, dass da morgen früh oder morgen am Tag schon das erste Video zukommt. Wie ich das hochladen werde, weiß ich nicht. Ich hatte jetzt erst überlegt, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag oder so. Aber vielleicht ändere ich das noch irgendwie auf ein paar mehr Videos in der Woche. Und also unterhalb der Arbeitswoche. Und ja, das war's eigentlich schon soweit zu YouTube. Oder? Nö, eigentlich nichts. Ja, willkommen zur WoT. Oh, nee, doch nicht. Ich hab doch noch was. Ich hatte ja heute gestreamt schon ab 18 Uhr, wie normal. Und ich habe vor einer Stunde, wir haben jetzt 22.36 Uhr, das heißt, es war um 21.36 Uhr, einen Kommentar geschrieben von Mr. Freakspeak. Alter, warum streamst du schon wieder nicht? Hör doch einfach auf, damit. Machst es ja sowieso nicht. Oder machst es eh fast nie. Mr. Freakspeak. Also, dieses Kommentar hat mich sehr aufgeregt. Also, mir sowas zu unterstellen, finde ich schon echt dreist. Weil allein schon, wenn man auf Twitch, auf meinen Account geht, dann die Broadcasts, oder ich weiß nicht, letzte, ich glaube, das heißt Broadcast, Past Broadcast, also letzte Aufzeichnung, an die schaut, sieht man, dass ich täglich streame. Und heute habe ich etwas früher aufgehört, weil ich noch was zu tun hatte. Außerdem fing es an, schlecht zu laufen. Davor war es aber gut. Ich habe um 18 Uhr angefangen und mehr als 3 Stunden gestreamt. Ja, 2 Stunden und 54 Minuten und 44 Sekunden. Also, wenn du nicht in den Zeiten da bist, wenn ich streame, ja, dann beschwer dich bitte nicht, dass ich nicht streamen würde. Ich sag das ja nicht und stream dann nicht. Das wäre ja irgendwie blöde. Ich habe meine festen Zeiten. Und wenn du da nicht da bist, dann ist es dein Problem. Ja. Nur so mal nebenbei. Weil das mich echt so ein Hals. Ja. So, ja, zu den Events bei WoT. Es gab ja in letzter Zeit einige etwas, ja, Aufruhe. Von wegen, ja, einige Sachen bei WoT. Und zwar das Wallpaper von diesem Monat mit dem Leopard. Da gibt es, wenn ihr genau hinschaut, haben die Macher, ich weiß nicht, wer das bei Wargaming macht, mit Photoshop natürlich gemacht. Ich meine, man sieht das auch, dass die Übergänge da teilweise so, ja, ich meine, das sieht einfach, das sieht nicht aus, ist auf einmal Stein und dann verfließt das so in Gras über Gras, wie es passt einfach nicht. Aber naja, das Kuriose war dann, dass die vergessen haben, Schafe rauszueditieren. Und so im größten Vergleich ist das Schaf so, ich weiß nicht, so 2 Zentimeter hoch und der Panzer, also sieht so aus, wäre der Panzer so, weiß ich, so ein paar tausend Meter hoch. Ist ein Fail, deswegen nice Fail Wargaming. War auf jeden Fall ganz lustig. Wurde einerseits natürlich von der Community etwas Hasch aufgenommen, also Fehler oder so, aber ich glaube, jeder andere hat da gedacht, ach cool, ist doch witzig, ein Riesen-Leo. Ich meine, das sollte man auch nicht so ernst nehmen, sowas kann immer passieren, wenn man die Bilder halt nicht genau und die Lupe guckt, falls das auf, ja, auf die Schnelle gemacht werden musste. Ja, dann gab es noch diesen Aufschrei von wegen Amerika und, was heißt Amerika nicht, sondern Nordamerika, NA-Server, Event, 4. Juli-Event, Independence Day ist es, glaube ich, und, ja, also, es ist ja, oder manche hatten ja wohl gedacht, dass es hier noch hinkommt. Es wird aber nicht hier hinkommen, oder
war mir ehrlich gesagt auch klar, dass es hier nicht hinkommt, da das ein rein internationaler Feiertag wäre, dann in dem Fall komplett falsch. Ein rein amerikanischer Feiertag ist, soviel ich weiß, einer der größten Feiertage und wichtigsten Feiertage in Amerika. Und ist klar, dass da das Event ziemlich groß ausfallen wird. Aber auch hier nochmal, da gibt es sogar ein Dankesforum-Tweet. Ein Wargaming, ihr habt wenigstens ansatzweise das Event hier auf die EU-Server gebracht. Und es gefällt mir sehr. Also es ist mal wieder Abwechslung, erstens das. Und zweitens ein echt einfallsreiches. Oder was ist einfallsreiches? Es ist halt echt mal was Neues. Und nicht dieses alte, ja, 4-5er-Panzer reduziert und ja, doppelte Mannschaftserfahrung. Das juckt ja keinen mehr. Das ist ja so Schnee von gestern. Und aber dieses, was ich gleich vorlesen werde, das finde ich echt eine gute Idee und es macht auch echt Spaß. Beim Stream habe ich 12 Gefechte auf dem normalen Server gespielt, unter Vault am Testi. Und habe in diesen 12 Gefechten 900.000 Credits plus gemacht. Es war echt nice. Außerdem habe ich heute, glaube ich, 12 von 13 gewonnen. Von daher. Oder so. Auf jeden Fall ganz gut. Ja, ich werde heute Nacht wahrscheinlich nochmal spielen, mal gucken. Und ja. Kommen wir mal zum Event dieses Wochenende. Das Ganze geht vom 6. Juli Samstag bis zum 9. Juli Dienstag. Das ist ganz gut. Also kann man da noch was rausholen. Sogar noch den Montag. Nice. Ja, doppelte Mannschaftserfahrung. Auf alles anscheinend. Nicht doppelte, dreifache Mannschaftserfahrung. Das habe ich mich jetzt verlesen. Dann 25.000 Credits beim Krieger, bei der Medaille. 30% zusätzliches Einkommen auf die folgenden Panzer. Stuck. Panzer 4, den ich mir übrigens auch kaufen will, weil der, wie gesagt, in jedem dieser Eventszone ist. Und ich den, ja, glaube, der ist ganz cool. Ich will den nochmal testen und so. Dann den Panther, den Tiger, den T-34. Klein, also wo ist ein T-34? KVSS Su-152. Die bekommen alle 30% mehr Credits und noch 60% mehr Credits mit der Su-76, T-70 und Panzer 3. Außerdem gab es ein kleines Update und zwar 50% Preisnachlass auf den folgenden Premium-Panzer, den Churchill 3. Dann noch 50% Preisnachlass auf Garagenstellplätze, also Leute, falls ihr welche braucht, kauft die jetzt. Investiert auch mal 10 Euro und kauft euch nur Stellplätze damit. Das lohnt sich einfach sehr. Habe ich so auch gemacht. Dann noch 50% Preisnachlass auf die Zurücksetzen der Besatzungsfertigkeiten. Boah, wer es mag. 50% Preisnachlass in Klammern erneute Besatzungsausbildung. Also wenn man jetzt eine Crew hat, die dann umschult oder so wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus. Dann bezahlt man halt weniger. Ja, das Beste kommt natürlich zum Schluss und zwar, dass es Auftrag macht sie kalt. Kommandanten, wir haben einen Auftrag für euch an diesem Wochenende. Für jedes gespielte zufällige Gefecht müsst ihr beachten, also keine Clankriege, Kompanie oder Teamübung, erhaltet ihr 30% mehr Credits, wenn ihr unter den besten drei Spielern in eurem Team seid. Die am meisten Schaden zugefügt haben. Unangemessen, Team. Ja, egal ob euer Team gewinnt oder verliert. Das heißt, wenn ihr unter den Top 3 seid, die am meisten Schaden gemacht habt, bekommt ihr 30% mehr Credits. Und dadurch kann man jetzt, oder ich habe es geschafft, in ja, neun Battles oder in mehreren Battles mit 100.000 plus aus der Runde zu gehen. Und das ist einfach episch, Leute. Das ist mega nice. Also, Credits Farm ist angesagt, mache ich heute auch noch und morgen werde ich wahrscheinlich, also nur, genau, als Warnung, ich werde wahrscheinlich morgen normal ab 18 Uhr streamen. Ja, ab 18 Uhr, ja. Freak, du könntest dabei sein und dann merkst du, dass ich auch mal streame. Und da würde ich dann hauptsächlich Premium-Panzer fahren, weil ich Credits brauchen kann. Und sagen wir mal so, in so 4 bis 5 Stunden könnten wir so ein paar Millionen schaffen, wenn mal gut läuft, wenn es gut läuft. Ja, soweit, so gut war es das eigentlich schon. Eine neue Mod-Version, 8 V3
kommt vielleicht morgen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Gestern war ich ja. War ich ja abends nicht mehr da. Und dieser Abend hat dann das erreicht, was ich nicht wollte. Und zwar, dass ich bis 16 Uhr heute gepennt habe. Das heißt, ich habe viel zu viel Zeit verloren. Und das muss ich jetzt irgendwie alles so ein bisschen quetschen, alles hier. Und ja. Soweit, so gut. Das war's soweit. Ja, ich weiß noch nicht, was für ein Replay ich nehme oder genommen habe. Ich bedanke mich dafür erstmal fürs Einsenden. Und ja. Ich hoffe, bei euch läuft's gut. Viel Spaß an Credits Farmen.